Ihr steht immer noch auf dem Dach. So viel habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. In der dritten Montagsfolge. Da geht's runter und rein. Hier war aber eben gerade auch ein Weg. Das ist eine Leiter. Wir haben sogar kein rechtes Ziel, oder? Aber wir müssen wieder zu diesem Turm. Nee, zu diesem komischen. Zu dieser Statue. Okay, wo war die nochmal? Sieht sehr gefährlich aus, was du da machst. Geht. Überall sind diese Schreien brauchen. Gucken wir lieber Fernsehen. Ja, sie nehmen schon die typischen Mittel. Gesichtslose Gegner, Kindergejammer, Babygeschrei, Static-Geräusche. Naja, aber die Sachen funktionieren halt. Ja, ja. Ich meine, Slender macht ja nur das. Na, nur den Wah. Ja, wobei Slender halt diese geniale Idee hat, dass dein Gegner da ist, wo du nicht hinschaust. Und dass du dich deswegen nicht traust, dich umzudrehen, weil du weißt, dass er da sein kann. Und es ist egal, ob er da ist oder nicht. Du schlägst halt trotzdem. Ich wette, hier hätten wir wahrscheinlich doch runterspringen können. Dieser Slender-Trend, der ist auch ein bisschen durch, oder? Da sollte ja ein Film kommen, aber irgendwie nach dem ersten oder nach diesen ganzen zig Klonen, die alle schwächer waren als der erste. Ja. Ja, vor allem hat ja das eigentliche Haupt-Slender-Spiel ja auch. Slender the Arrival, aber das war ja auch nur ein schwächer war. Lahmer, zwar hübscher, aber lahmer Abklatsch vom ersten Teil. Boah! Upsala. Was ist hier? Boah! Leere Pappkartons. Beweg dich mal nicht so hektisch. Mach das nicht. Der läuft, standardmäßig läuft der so wahnsinnig langsam. Das nervt mich auch ein bisschen. Aber darfst du nicht so schnell umdrehen. Wo? Eine Hand. Ich finde aber schon, dass die Dichte so an Erschreckern höher sein könnte, ein bisschen. Nee, das ist genau richtig, wie es ist. Oh, ich weiß nicht. Ein paar so. Ach, und ich wollte mir doch noch anlesen, von wem diese Zeichnungen sind. Irgendwas hatte ich da gelesen. Was ist denn hier was? Ich versuche da mit Anlauf rüber zu sprechen. Die sehen ein bisschen aus wie. Wie ist das? Incredipede? Dieses komische Indie-Spiel? So, und hier war noch irgendwo der Schlüssel. In dem Diner. Ach, das war das Diner, ja, richtig. Warte mal, das war. Zu. Nein, war zu. Da hinten ist ein Fernsehraum. Ach, stimmt, genau, das ist der Raum mit dem. Ah, da ist der Schlüssel drin, genau. Boah, dieses Geräusch. Fies, oder? Genau, ist der Schlüssel und dann ist er raus. Run. Ah, what? Lauf! Er sagt doch noch Run. Hat er Run gesagt? Ja, ja. Scheiße. Aber der kommt nicht hinterher. In die Kanalisation oder oben lang? Scheißegal. Nicht so schnell. Ach, guck mal, hier war dann die. Ja, genau. Hier müsste der Kreis geschlossen werden mit dem. Hier konnten wir eigentlich rein. Hä? War da nicht erst offen und dann war wieder zu oder umgekehrt? Stimmt, wir sind da schon mal irgendwie und dann war aber zu, genau. Der Mond schien hell. Boah. Der komische Fernsehmann da gerade. Ja, ich fröstel's auch ein bisschen. Da, oh, da ist dann.
Dr. Montas oder wie der heißt. Boah. Kopfhörer sind echt ein Muss. Na gut, von dem lassen wir uns jetzt nicht erschrecken. Von wem? Von dem links hier? Kommt. Nein, hier, zu Hause gehen. Ja, geh mal, du. Du Pfeife, du. Haha, hihi. Mein Gott, musst du jetzt enttäuscht sein. So. Dann ist er auch weg, ne? Also, sobald dann wäre ich jetzt aber auch hergegangen. Der einzige stand da den ganzen Tag und steht da, wurde extra reinprogrammiert. Dann sowas. Komm wieder her. So, pass auf. Und jetzt habe ich nämlich gelesen, wie das geht. Genau, hier sind wir irgendwie hängen geblieben. Genau, hier dagegen sind wir nicht weitergekommen. Und da waren wir wohl nicht alleine. Das heißt. Oh, schöne Musik. Ja, die ist hier. Ja, ist nichts. Und hier ist das Backpulver drin. Und wir hatten es eigentlich schon so fast richtig, glaube ich. Hm? Aber es bringt uns den Backpulver. Was ist denn das? Wie ich mich ja doch hinter dem Kühlschrank verstecke. Ich glaube, dass das geil. Ziemlich blöde aussah, das Ding. Ja, das war so ein guter Kopf, der so. Yeah. Aber. Ich bin ja auch hinter den Kühlschrank gegangen und dann war er aber weg in die Hornfolder. Hey, das kannst du dir mit Oculus nicht antun, das glaube ich nicht. Da werden Leute kaputt gehen. Wahrscheinlich ist es echt die Zukunft, und aber dann kommt das erste Horrorspiel raus und der erste dreht durch und schon ist es wieder weg vom Markt. Oder dann erst richtig im Markt. Aber immer wenn hier so Funk kommt, ist tatsächlich irgendwas mit Viechern. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt da mit dem Backpulver irgendwie weiterkommen solltest, weil dann kam wieder ein unbekanntes Terrain, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sehen. Aber also, ich muss jetzt dann eh. Wie viel Alk haben wir denn mitgenommen? Ich kann nie genug Alk dabei haben. So, pass auf. Und das. Wir waren hier schon ganz wichtig. Wir wollten ja da reinspringen und sind dann. Genau, und sind ja auch reingesprungen, sind ja verbrannt. Ja, ach so, es kommt. Da Backpulver dabei. Aber wieso macht Backpulver denn. Das erstickt das. Ach so. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen. Bin ja immer recht schlecht. Allein weil es auch so wenig. Also so ein bisschen Backpulver darunter, das erstickt doch nicht sein Feuer. Also guck mal, was geht. Ja, okay. Na dann. Aber wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die da doof gewesen sind. Da müssen wir gleich nochmal an dem Rätsel arbeiten. So, und haben wir es dann geschafft oder kommt jetzt noch was? Die war ja auch noch nicht. Ach, guck mal, da ist auch was. Ach so. Ah, okay. Im Kamin, ja. Was ist hier? Nix. Nix. Schon wieder Kühlschrank. Nase juckt, ist ein schlechtes Zeichen. Schlüssel hast du, oder? Na guck mal, hier geht's auch. Bevor ich da rausgehe, guck ich mal hier noch. Da ist bestimmt nichts mehr. Geh ruhig raus. Ach guck mal, da schläft einer. Ja, kein. Warum kann man das hier nicht mal auf Wach machen? Da kannst du bestimmt wieder das abfackeln, oder? Ah, gute Idee. Oh. Wie ist, hä? Das ist nicht mehr da. Inventar verloren. Ich hab nur noch den Alk. Der ist auch leer. Der soll leider weiter schlafen. Fangen wir mal da an.
Da passiert schon mal nichts. Behindertengerechte Gebäude oder was? Dass ja. Du nur Rollstuhl hochfahren können. Da brauchst du aber auch Schmackes. Also Power-Rollstuhl, ja. Jetzt juckt mir auch die Nase. Wissen wir denn, wie lange das überhaupt geht, die Version? Schlimm ist, dass ich mal denke, okay, irgendwann hört das halt auf und es hört bestimmt irgend so ein Paukenschlag auf. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Diese ganze Indie-Horror-Ding, das bringt doch nichts. Wird der gerade länger? Kannst du mal langsamer laufen, bitte? Nicht umdrehen! Wow! Ah, nee, das ist bloß Holz. Weißt du was? Ja. Da wollen wir nicht hoch. Nein! Wir wollen da nicht hoch. Ja, wenn hier rein. Turn around, nicht. Nee, du willst da nicht hoch. Können wir nicht einfach hier bleiben? So geht doch. Ist doch super hier. Ey, ja, ich was denn? Das war ein komisches Geräusch. Hallo, Entschuldigung. Kannst du mal hochklettern, bitte? Warte mal, ich komm da nicht hoch. Es ist ein Dachboden! Boah, da war eine Stimme gerade, hast du gehört? Geh dahinter. Geh nicht dahinter. Da ist dunkel. Da geht's aber raus. Nee, da geht's hinter. Wo geht's raus? Da hinten, da war so ein Fenster so raus. Da ist ein Sessel, da kannst du jetzt schön hinsetzen und abwarten. Du würdest nur wieder eine Weihnachtsgeschichte lesen. Ja. Das kann ich wenigstens. Also zumindest passiert da nichts. Was ist denn das da unten? Steht da einer? Das ist egal. Du wolltest weggehen. Oder hinten, das war doch da hinten. Da gehst du am Fenster so raus. Hier, das ist nicht so schnell. Ein Ausweg. Nee, es war nur Müll, was da so komisch gestapelt war. Ja, los dann runter. Nicht da reingehen. Ist denn du hin? Ich dachte, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Die Matratze ist einfach runterspringen. Die liegt aber nur hier so drauf. Achso, dann schau doch mal. Sollte nicht irgendwie ein. Ja, okay. Vielleicht dahinter irgendwie übers Dach. Da unten ist aber eine Tür. Mal rüberlaufen. Aber da hinten ist auch noch was. Achso, ne, jetzt brust wieder einen Weg, damit man da hochkommt, wo man hier hingelaufen ist. Ja, das war ja weit gekommen. Guck mal, es sieht doch von hier aus, als wäre das, als würde da einer so mit so breiten Armen stehen. In Wirklichkeit sind es aber nur so ein paar scheiß Kisten. Das sieht aus wie diese einen Gegner in Dragon Age. Diese schwarzen, die aus dem Boden rauskommen, weißt du noch? Shades. Hier muss man bestimmt irgendwas machen. Ich krieg's auch nicht bewegt. Bist du sicher, dass es hier weitergeht? Ich kann auch noch mal rein. Nö, kann ich nicht.
Nee. Ich kann hier nicht nochmal rein. Ich kann auch nicht die blöde Matratze da runterziehen, oder? Nee. Nee. Versuchen da reinzukommen. Ich glaube nicht, dass man da raus kann, wenn man da wieder rein muss. Ja, glaube ich auch nicht. Das wäre ein merkwürdiges Spieldesign. Und wenn die Bretter hier schon so stehen. Oder? Vielleicht links hinten irgendwo. Da hinten? Ja. Da im Haus entlang mal. Wieso? Ja, da geht's bloß wieder rüber und da waren wir halt schon. Vor allen Dingen der hier. Man weiß halt manchmal nicht, ob man was falsch macht. Na gut, wie auch immer. In dieser Folge finden wir es nicht mehr raus. Ich frage nochmal mein schlaues Forum. Dann aber in der nächsten. Ciao, ciao, ciao.